Euro-Krise, neue Finanzstruktur für Europa? Im Gespräch der Direktor der Europäischen Zentralbank, Jörg Asmussen. Herr Asmussen, Sie sind Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank. Das gilt als einer der wichtigsten Posten in der Finanzwelt weltweit. Sehen Sie das auch so? Also ich glaube, man soll seine Bedeutung weder über- noch unterschätzen. Das ist sicher eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber dennoch gibt es keinen Grund, EBI zu Größenwahn zu neigen. Aber hat man denn auch die Gestaltungsmöglichkeiten? Haben Sie die Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie sich vorgestellt haben? Also in der Tat sind wir die zweitgrößte Notenbank der Welt und da kann man sicher gestalten, gerade auch in der jetzigen Phase, in der Europa in einigen Teilen eben in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Restriktionen an einer solchen Aufgabe, beispielsweise jedes Wort auf die Goldwaage legen, was mir manchmal schwerfällt. Okay. Bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag hat eine Partei fast die 5%-Hürde genommen, also fast 5% der Stimmen bekommen, die eurokritisch ist oder die den geordneten Ausstieg aus der Eurozone propagiert hat, also das Euro aus. Wie erklären Sie sich sowas? Also vorweg, wir sind natürlich als EZB politisch völlig neutral, aber natürlich auf der anderen Seite verteidigen wir die Stabilität und den Erhalt des Euros, weil wir glauben, dass es eben eine stabile und sichere Währung für 330 Millionen Menschen ist. Und natürlich gibt es Zweifel an der Währung, weil einige Länder in der Eurozone in schwierigem Fahrwasser sind. Aber da muss man ganz klar sagen, der Euro ist nicht die Ursache für die Schwierigkeiten dieser Länder, sondern die Ursache sind eine verfehlte Haushaltspolitik oder ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Aber der Euro ist nicht die Ursache der Krise in einigen dieser Staaten. Aber spüren Sie auch in Deutschland eine zunehmende Euroskepsis? Ich bin viel in diesem Land unterwegs gewesen für die EZB, um zu erklären, was wir tun. Natürlich gibt es kritische Stimmen, gibt aber auch sehr viel Unterstützung. Ich glaube, wenn man erklärt, was wir tun und warum wir es tun und dass manche Alternativen eben nur vermeintlich bessere Alternativen sind, ich glaube, dann kommen wir voran, auch Vertrauen in den Euro, aber auch in die europäische Integration als Ganzes zu gewinnen. Bei der Euro-Krise sind ja unglaubliche Haftungssummen mittlerweile im Spiel. Die Rede ist von 2 Billionen Euro. Bereitet Ihnen das manchmal schlaflose Nächte? Nein, schlaflose Nächte nicht. Wenn die schlaflos sind, liegt das an meinen kleinen Töchtern. Aber es ist in der Tat eine große Verantwortung, die man da hat. Wir haben eine Währung für heute 17 Länder, bald werden es 18 sein. Lettland wird dem Euro beitreten zum 1. Januar. Also man muss sich der Verantwortung schon bewusst sein, immer die Stabilität des Geldes zu sichern für den ganzen Währungsraum. Welche Länder bereiten Ihnen denn Sorgen? Wie ist die Situation zum Beispiel in Griechenland jetzt aus Ihrer Sicht? Also Griechenland ist es so, dass dort viel passiert ist in den letzten Jahren. Entgegen der Meinung, die in einigen Ländern vertreten wird, finden in Griechenland erhebliche, auch schwierige Anpassungsprozesse statt. Man hat beispielsweise die Haushaltskonsolidierung deutlich vorangetrieben. Aber das Land ist in einer schwierigen Lage. Die Jugendarbeitslosigkeit hat 60% erreicht. Aber nichtsdestotrotz, man wird auch in Griechenland noch mehr tun müssen. Also die Botschaft ist klar, sie haben sehr viel getan. Das will ich auch mit Respekt ausdrücklich so sagen. Aber man wird gerade auf dem Weg dahin, wie das Land wieder wachsen kann und damit auch wieder Jobs schaffen kann, noch deutlich mehr leisten müssen, insbesondere bei wachstumsfördernden Strukturreformen. Wachstumsfördernde Strukturreformen, die erreicht man aber nicht mit Sparmaßnahmen, mit harten, oder doch? Die Strategie beruht auf zwei Pfeilern. Man muss zum einen die Haushalte konsolidieren. Griechenland war faktisch zahlungsunfähig. Und dann muss man hart sparen. Das ist kurzfristig negatives Wachstum, das ist richtig. Auf der anderen Seite ist der zweite Pfeiler jeden Programmes, wie kann man das Wachstumspotenzial eines Landes erhöhen. Das sind wachstumsfördernde Strukturreformen, beispielsweise, dass man geschlossene Berufsstände öffnet oder Ähnliches. Sie sind ja öfter in Griechenland. Wie ist die Atmosphäre dort aus Ihrer Sicht? Es ist natürlich sehr unterschiedlich, wen man trifft. Ich glaube in der Tat, dass die jetzige Regierung hinter dem Anpassungsprogramm steht. Es ist eben auch das Anpassungsprogramm der griechischen Regierung. Man macht das nicht, um irgendwie der Troika zu gefallen oder einer ausländischen Regierungschefin zu gefallen. Also ich glaube in der Tat, man steht hinter diesem Anpassungsprogramm.
Aber ich habe auch viele Nichtregierungsinstitutionen getroffen, habe junge Leute getroffen. Da ist die Stimmung natürlich sehr angespannt, gerade weil die hohe Arbeitslosigkeit natürlich bedrückend ist und auch nicht akzeptabel ist. Ist ein drittes Rettungspaket nötig für Griechenland? Das ist noch zu früh zu sagen. Das jetzige Programm läuft bis Ende nächsten Jahres, bis Ende 2014. Und man muss gucken, ob Griechenland selber wieder Marktzugang erlangen kann. Wenn es das nicht kann, das sollte man versuchen, in der zweiten Hälfte 2014 zu bekommen. Wenn es keinen Marktzugang bekommen kann, dann hat die Eurogruppe, das sind die anderen Staaten, zugesagt, dann wird man Griechenland auch über das Ende dieses Programmes hinaus helfen. Also bis wann muss die Entscheidung gefallen sein, um Griechenland helfen zu können, gegebenenfalls? Ich glaube, man wird die Entscheidung über ein mögliches drittes Programm nicht treffen können vor Sommer oder Herbst nächsten Jahres. Das hängt davon ab, wie weit Griechenland selber an den Kapitalmarkt ausreichend zurückkehren kann. Ein anderes Sorgenkind ist ja jetzt auch Slowenien. Wie beurteilen Sie da die Lage? In Slowenien ist die Lage in der Tat angespannt. Es findet zurzeit eine Überprüfung des slowenischen Bankensektors statt, der 10 größten Banken des Landes. Daran sind die EU-Kommission und auch die EZB beteiligt. Die Ergebnisse werden Ende November, Anfang Dezember vorliegen. Dann werden wir den Kapitalbedarf der slowenischen Banken kennen. Und dann wird man auch wissen, ob das Land diesen Kapitalbedarf alleine stemmen kann oder externe Hilfe bedarf. Die Europäische Zentralbank soll jetzt auch die Aufsicht über europäische Banken übernehmen. Warum ist das so wichtig? Es war in der Vergangenheit so, dass die Bankenaufsicht national organisiert war. Während viele Großbanken eben im ganzen europäischen Binnenmarkt operieren. Und es ist eine der auch für mich persönlichen Lehren aus der Krise, die 2007 begonnen hat, dass die Bankenaufsicht die Reichweite haben muss, die auch Banken in ihrem Geschäftsbetrieb haben. Das heißt, wir brauchen für die Großbanken eine europäische Bankenaufsicht. Sie sprechen von Großbanken. 130 Banken sollen es wohl sein, über die die Europäische Zentralbank die Aufsicht haben wird. Wie groß werden die denn sein? In der Tat werden wir voraussichtlich 130 Banken oder Bankengruppen direkt durch die EZB beaufsichtigen. Damit decken wir rund 85% des Bankensektors der Eurozone ab. Können Sie dann auch als Europäische Zentralbank Banken pleite gehen lassen? Wird das möglich sein? Es wird Aufgabe der Aufsicht sein, dann der EZB zu sagen, ob eine Bank lebensfähig ist oder nicht. Und wenn sie nicht lebensfähig ist, dann übergibt man diese Bank an eine noch zu schaffende europäische Abwicklungsbehörde. Das ist das zweite wichtige Element der Bankenunion, dass wir dann eine europäische Abwicklungsbehörde haben, die diese Bank geordnet, ohne Schockwellen im Finanzsystem auszulösen, abwickeln kann. Es gibt aber genug Länder, die sagen, wir möchten nicht, dass die EZB das entscheidet, sondern wir wollen selber entscheiden, ob eine Bank abgewickelt wird oder nicht. Ich glaube, dass man in der Tat eine solche Entscheidung für die 130 großen Banken und Bankengruppen auf europäischer Ebene treffen sollte. Da haben die Staats- und Regierungschefs jetzt entschieden, das soll bei der EZB sein. Welche europäische Institution das macht, ist eigentlich zweitrangig. Sondern wir brauchen eine europäische Entscheidung, weil diese Banken eben alle diese 130 ganz klar grenzüberschreitend tätig sind. Wie schätzen Sie das ein? Werden alle 130 Banken überleben? Das kann ich zurzeit noch nicht sagen, weil wir sind noch kein Aufseher. Wir werden die Aufsicht erst beginnen können, 12 Monate nachdem der endgültige Gesetzesbeschluss vorliegt. Da hat es in dieser Woche leider eine unnötige Verzögerung gegeben. Der Ministerrat konnte auf britischen Druck hin keine endgültige Entscheidung treffen. Das ist bedauerlich, aber wir werden eben als Aufseher erst tätig werden können im Herbst nächsten Jahres. Warum ist das so schwierig, das zu implementieren aus Ihrer Sicht? Warum sind da so viele Widerstände? Der Status quo hat immer viele Freunde. Aber ich glaube in der Tat, wenn es eine der Lehren gibt aus der Finanzkrise, dann ist es, dass Bankenaufsicht und Bankenabwicklung für die Großbanken europäisch ausgeübt werden müssen. Das haben wir in Deutschland erfahren bei der Hypo Real Estate, wo wesentliche Schwierigkeiten von der irischen Tochter herkamen. Wir haben das erlebt über Dexia, über Fortis, die alle in mehreren Ländern tätig waren. Es reicht nicht, Bankenaufsicht und dann Bankenabwicklung oder Bankenrestrukturierung
national zu betreiben, weil die Banken sind längst europäisch oder global tätig. Nun sagen aber einige, die Europäische Zentralbank wird viel zu mächtig. 1000 Mitarbeiter sollen jetzt für die Bankenaufsicht alleine eingestellt werden. Was entgegnen Sie diesen? Ich glaube in der Tat, man muss erst mal sagen, es treibt uns nichts dahin, sondern wir übernehmen die Aufgaben, die die europäische Politik, die gewählte Staats- und Regierungschefs uns übertragen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zum einen mögliche Interessenkonflikte zwischen Geldpolitik und Bankenaufsicht verhindern. Dass man das organisatorisch auch trennt. Man muss es organisatorisch und personell ganz klar trennen. Das kann man tun. Es gibt viele Notenbanken heute, wie die amerikanische Notenbank oder auch die Bundesbank in Deutschland, die Bankenaufsicht und Geldpolitik beides ausüben. Das muss man trennen. Und zweitens, was mir sehr wichtig ist und mir am Herzen liegt, wir brauchen denn eine klare demokratische und parlamentarische Kontrolle, auch der europäischen Bankenaufsicht. Die Geldpolitik der EZB ist eben aus guten Gründen unabhängig. Bankenaufsicht ist nicht unabhängig. Deswegen haben wir auch eine Vereinbarung mit dem Europäischen Parlament getroffen, wie man diesen Bereich der EZB-Tätigkeit in Zukunft kontrolliert. Was wäre, wenn die EZB sagt, ja, die muss abgewickelt werden und die Kontrolle sagt, nein, die muss weiter bestehen bleiben? Was ist dann? Denn könnte man theoretisch versuchen, diese Bank eben zu sanieren, zu restrukturieren. Das ist auch ein möglicher Weg. Darüber wird dann die Abwicklungsbehörde zu entscheiden haben, wie man mit dieser Bank umgeht. Herr Asmussen, Sie sind ja aus der Politik zur Europäischen Zentralbank gekommen. Haben Sie Lust, wieder zurück in die Politik zu gehen? Also ich bin nicht aus der Politik gekommen. Ich war vorher Finanzbeamter und bin jetzt europäischer Staatsdiener und das bin ich auch gerne. Das heißt, Sie streben nicht danach, jetzt Finanzminister zu werden, zum Beispiel in einer neuen Regierung. Da fällt ja Ihr Name immer wieder. Ja, ich kann das auch lesen, aber mein Vertrag bei der EZB geht bis 2019 und ich gedenke auch, den zu erfüllen. Danke Ihnen für das Gespräch.